befinden uns im Bundesland Bayern, im Steigerwald, in der Schnittstelle zwischen Unter- und Oberfranken. Wir haben die gestern angemalt. Mit der Acrylfarbe. Da tun die Haselmausinnen ihres Nest. Der Verband Artenschutz in Franken steht seit über 20 Jahren für den vollkommen ehrenamtlichen Artenschutz und die Umweltbildung in Deutschland. Dann tun wir das Haus hinhammern, bevor die da reingeht. Dafür brauchen wir einen Hammer. Und ich habe meinen Hammer mitgenommen mit meinem Freund Lenny. Den Kindern, mit denen wir heute unterwegs sind, die wurden von uns vorbereitet über die Lebensform Haselmaus. Was ist sie? Und sie haben daraufhin die zukünftigen Haselmaus-Kindergärten, sprich Haselmaus-Kobel, hergerichtet, kreativ gestaltet und heute mit uns angebracht. Wir erfassen die potenziellen Lebensräume der Haselmäuse gemeinsam mit Kindern, mit Schülern, mit Leuten mit Handicap und versuchen daraufhin Schutzmaßnahmen für dieses Tier zu filtern. Schön gemacht. Okay, toll. Geht sie bestimmt rein, das gefällt ihr bestimmt. Meine Aufgabe besteht darin, dass ich jetzt hier mit den Kindern draußen die Kästen im Wald aufhänge und dass ich anschließend im Verlauf des weiteren Jahres die Kästen kontrollieren werde, dokumentieren werde, ihr Innenleben, damit wir sagen können, ob die Haselmaus die Kästen hier annimmt oder nicht. Heute war einer der Startschüsse. Wir machen jetzt weiter mit Kindern in diese Richtung, das Ausbringen von Habitaten auf potenziellen Lebensraumflächen. Und dann können wir Rückschlüsse daraus ziehen, wohin geht die Richtung? Müssen wir die Kästen umhängen oder gehen wir einfach in der Form weiter, weil jetzt die Haselmaus dort zu finden ist? Ah.